Wieder einmal drehte sich in Krems alles um das heimliche Wahrzeichen der Wachau, die Marille. So schmeckt Niederösterreich war mit einem Schmankerlbereich am Südtiroler Platz vor dem Steiner Tor mit einigen Ständen anzutreffen. Beim jährlichen Marillenfest in Krems, genannt alles Marille, konnte nach Herzenslust durchgekostet werden. Es gab nicht nur den besonderen Marillenkuchen, auch Eis, Knödel, Palatschinken, Bowle, Schnaps und noch vieles mehr rund um die Marille wurde geboten. Ernie Breit, die Obfrau der Kremser Kaufmannschaft, begrüßte viele Gäste und zahlreiche Politiker zur offiziellen Eröffnung des Festes in der Kremser Altstadt. Einen schönen Nachmittag hier in unserer wunderschönen Innenstadt am täglichen Markt. Ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Kaufmannschaft. Landesrat Magister Karl Wilfing zeigte in seiner Ansprache die wirtschaftliche Bedeutung der Wachauer Marille auf. Eure Hoheiten, meine geschätzten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott. Danke, dass es heuer schon zum 16. Mal dieses großartige Fest gibt. Ich habe mich erkundigt, es hat im letzten Jahrtausend begonnen, 1999 das erste Fest, alles Marille. Und das ist ja etwas, was uns alleine auszeichnet. Denn die Marille wächst nur in Österreich und wollen nun, wie es in einem Kulturland Österreichs üblich ist, normalerweise heißt es alles Walzer, das lassen wir heute. Heute starten wir mit alles Marille. Ein schönes Fest 2015. Dankeschön. Dankeschön, Herr Landesrat. Kinder regieren die Welt, auch in der Wachau. So wurde das Prinzenpaar 2014 verabschiedet und das neue gekürt. Meter war er lang, der Marillenkuchen. 10 Kilo feinste Teebutter, 4 Kilo Eier, Mehl und Puderzucker sowie 45 Kilo Marillen ergaben eine Attraktion der besonderen Art. Und kein Stück ist übrig geblieben. Doch nicht nur mit kulinarischen Köstlichkeiten, auch mit traditioneller Unterhaltung wurden die Gäste bestens verwöhnt.